Hallo, liebe Literaturfreunde, herzlich willkommen zur zweiten Fortsetzung des fünften Kapitels der Stadtärztin. Ja, ich habe ja ziemlich böse beim letzten Mal nach der religiösen Diskussion im Hause des Bürgermeisters Besserer unterbrochen, um jetzt mal zu schauen, ob Agathes vorwitzige Bemerkungen Folgen haben werden. Und ich kann Ihnen verraten, das werden Sie. Nun hören wir, wie es weitergeht. Der Sommer war rasch zu Ende gegangen. Kühle Nebelschwaden stiegen von der Donau auf, hüllten die Häuser in feuchte Watte und dämpften das Lärmen von Mensch und Vieh in den Gassen. Es würde nicht mehr lange dauern, bis Augustin an die Universität nach Heidelberg zurückkehrte. Auf dem Heimweg vom Empfang des Bürgermeisters hatte er seine Schwester ob ihres ungebührlichen Verhaltens gründlich getadelt. Doch wenige Tage darauf war die Angelegenheit vergessen gewesen. Nicht zuletzt, weil Augustin die Neugier schmeichelte, mit der Agathe ihm jede auch noch so unbedeutende Kleinigkeit über sein Studium zu entlocken suchte. Nach dem Morgenmahl hatte Agathe sich zu Augustin in die Stube gesellt. »Glaub nicht, dass es so einfach ist«, erklärte dieser der Schwester, die bewundernd an seinen Lippen hing. »Das Studium ist eine anstrengende Sache. Die Lectio beginnt in der Früh zur Prim und geht bis zur Sext. Zwischen Sext und Non. Oh, was ist eine Lectio?« unterbrach Agathe ihn. »Eine Vorlesung. Zwischen Sext und Non. Und wie geht so eine Vorlesung vonstatten?« fragte Agathe nach. Sie wollte sich alles ganz genau vorstellen können. »Nun, der Professor sitzt mit der Zuchtrute in der Hand auf dem Katheder und liest einen Text vor und die Scholaren schreiben alles mit.« »So schnell kannst du schreiben?« Agathe war beeindruckt. »Ja«, bestätigte Augustin, »doch das ist keine große Kunst. Den Professoren ist es bei Strafe verboten, schneller zu sprechen, als ihre Scholaren mitschreiben können.« Agathe nickte zufrieden und Augustin fuhr in seinen Ausführungen fort. »Zwischen Sext und Non also ist Siesta. Da nehmen wir ein ausgiebiges Mahl zu uns und ruhen uns aus. Am Nachmittag wiederholen wir den Vorlesungsstoff und führen Streitgespräche zur Übung und Anwendung des gelernten Stoffes unter Anleitung eines älteren Studenten, dem Tutor. Dann gibt es die Vesper und selbst danach wird in den Wohnräumen der Magister und Scholaren weitergelernt, oft bis zur Komplett.« »Wie schön das sein muss«, seufzte Agathe, »den ganzen Tag über nichts anderes zu tun, als lernen zu dürfen. Wie gerne würde ich auch studieren.« »Du, was du immer für Einfälle hast. Mädchen können nicht studieren.« Missbilligend schüttelte Augustin den Kopf. »Du kannst ja nicht einmal Latein.« In dem Moment klopfte es an der Tür und die Hausmagd führte Kaspar Schwenkfeld von Ossig in die Stube. »Welche Freude, dass ihr euer Versprechen wahrmacht!« begrüßte Augustin ihn überschwänglich. Mit Rücksicht auf das schwache Gehör seines Gastes sprach er laut und vernehmlich. »Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich konnte der Versuchung einfach nicht widerstehen, mit einem jungen Gelehrten über meine Thesen zu disputieren.« Derart geschmeichelt nötigte Augustin seinen Besucher in einen bequemen Sessel in der Nähe des Kamins und schickte die Magd, ihm mit heißem Würzwein aufzuwarten. »Wie ich hörte, seid ihr ein glühender Anhänger des Dr. Luther«, begann er aufgeräumt das Gespräch. Schwenkfeld zögerte. »Dr. Luther ist ein ehrbarer und tiefgläubiger Mensch und ich achte ihn sehr. Doch ich muss gestehen, dass ich seine Auffassung heute nicht mehr uneingeschränkt teile«, sagte er bedächtig. Augustin hob erstaunt die Brauen.
Ohne Luther hätte es die Reformation nicht gegeben, insistierte er. Das ist richtig, und ich will seine Verdienste auch in keiner Weise schmälern. Eine Reform der Kirche ist mehr als fällig. Der Klerus hat sich zu weit von den Gläubigen entfernt und pflegt einen verdorbenen Lebenswandel. Die einfachen Priester sind ungebildet, kaum des Lesens und Schreibens kundig, vom Lateinischen ganz zu schweigen. Augustin konnte dem nur beipflichten. Hier in Ulm war es vor Jahren so weit gediehen, dass der Rat sich sogar gezwungen sah, den Priestern das Zechen zu verbieten, sagte er. Schwenkfeld nickte. Die Bischöfe kommen durch Ämterkauf oder aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen an ihre Bischofsstühle, fuhr er fort. Sie sorgen sich mehr um ihr eigenes Wohlergehen und darum, Macht und Geld anzuhäufen, als um die Gläubigen. Die dienen ihnen nur dazu, ihren aufwendigen Lebenswandel zu finanzieren. Dazu kommen sie auf die perfidesten Ideen, wie sie ihnen das Geld aus dem Beutel ziehen können. Ihr meint den Handel mit Ablassbriefen? Diesen, den Handel mit Reliquien und einiges mehr. Dabei wünschen sich die Gläubigen nichts sehnlicher als eine gute Seelsorge auf dem Weg zum Himmel. Sie suchen religiöse Bildung und Frömmigkeit und mit Fug und Recht erwarten sie vom Klerus einen vorbildlichen Lebenswandel. Sehr wahr, sehr wahr! Nicht ohne Grund haben wir uns hier in Ulm in einer Abstimmung für die Reformation entschieden, sagte Augustin voller Stolz, als sei das sein ureigenster Verdienst. Dabei war er selbst zur Zeit des Entscheids noch ein Schulbub gewesen. Ja, die Zeit ist reif und die Gelegenheit günstig. Wäre Kaiser Karl nicht voll und ganz damit beschäftigt, sich mit dem französischen König in den Haaren zu liegen, ginge er mit aller Härte gegen jeden vor, der es wagt, Kritik an der Kirche zu üben. Auch gegen Dr. Luther, das sei euch versichert. Nicht von ungefähr hat sich Adrian von Utrecht in höchst eigener Person um Karls religiöse Erziehung gekümmert, bevor er Papst wurde. Das trägt jetzt natürlich Früchte. Obschon ihm dies neu war, nickte Augustin, Wissen vortäuschend. Schwenkfeld fuhr fort. Um also auf eure eingangs gestellte Frage zurückzukommen. Ich stimme Dr. Luther in vielem zu. Doch es sind nicht die Missstände in der Kirche, die ihn ursächlich zu seiner Kritik drängten. Seine Beweggründe waren rein theologischer Natur. Die Missstände waren für ihn nur die unausweichliche Folge eines falschen Glaubensverständnisses. Agathe hatte dem Gespräch der Männer aufmerksam gelauscht. »Stimmt es, was die Leute über euch sagen?«, fragte sie nun. »Agathe«, rügte Augustin, doch Schwenkfeld wandte sich auf seinem Sessel ihr zu. Mit einem Lächeln, das die Haut um seine Augen in freundliche Fältchen legte, antwortete er, »Die Leute sagen eine Menge. Was genau meint ihr?« »Dass ihr mitten im Winter auf ein Pferd gestiegen und nach Wittenberg geritten seid, um Luther predigen zu hören.« »Ja, das stimmt. Doch was ist daran so ungewöhnlich?« »Oh, ich finde es schon ein wenig ungewöhnlich, die Gefahren und Anstrengungen auf sich zu nehmen, nur um eine Predigt zu hören.« Schwenkfeld lachte. Dann jedoch wurde seine Miene ernst und er blickte Agathe in die Augen. »Manchmal im Leben sind Dinge von solch großer Wichtigkeit, dass sie keinen Aufschub dulden, auch wenn es bedeutet, dass man dafür einiges riskiert.« Agathe nickte. Das Gefühl kannte sie genau. So war es gewesen, als sie dem Messner von St. Michael hatte helfen wollen, auch als Susanna an der Lustseuche erkrankt war und sie zu Stammler gegangen war. Beeindruckt erwiderte sie den Blick des Predigers. Dieser Mann schien etwas mit ihr gemein zu haben. »Ja«, sagte sie, »das verstehe ich gut.«
Schwenkfeld wandte sich wieder Augustin zu und nahm das Gespräch an der Stelle auf, an der Agathe es unterbrochen hatte. Inzwischen scheint mir jedoch, dass auch Luthers Glaubensverständnis nicht ohne Fehl ist. Wie steht es denn um die Moral in den Landen, in denen die Wittenberger Reformation gilt? Und auch in eurer Stadt? Fragte er, und in seine Augen trat ein eifriges Glitzern. Was hat sich denn wirklich geändert? Sind die Menschen besser geworden? Moralischer? Vage schüttelte Augustin den Kopf und Schwenkfeld fuhr fort. Gibt es weniger Schlechtigkeit, weniger Verderbtheit? Seine Stimme wurde mit jedem Satz lauter, doch das mochte weniger an seiner Schwerhörigkeit liegen, als vielmehr daran, dass er sich in Fahrt redete. Man hat die Hurenhäuser zugesperrt. Aber gibt es deshalb weniger Hübschlerinnen? Unsicher glitt Augustins Blick ob dieser recht freizügigen Rede zu Agathe. Deren Miene jedoch zeigte keinerlei Regung. Schwenkfeld erwartete keine Antwort auf seine Frage. Kerzengerade richtete er sich in seinem Stuhl auf und deutete mit dem ausgestreckten Finger auf Augustins Brust. Und jetzt frage ich euch, wenn die Gläubigen aus dem Gottesdienst kommen, sind sie dann durch das heilige Sakrament des Abendmahles geläutert? Sind sie bessere Menschen geworden? Rief er, und es klang, als stünde er auf der Kanzel und predigte vor einem vollen Kirchenschiff und nicht in der Stube des Streicherschen Hauses. Oder gehen sie danach genauso verderbt heim, wenn nicht gar ins Wirtshaus oder Schlimmeres? Einen Moment ließ der Prediger die Fragen im Raum schweben und strich sich mit der Hand eine Strähne aus dem Gesicht, die ihm vor Erregung in die Stirn gefallen war. Und dann gab er selbst die Antwort: Mitnichten! Dem ließ sich nicht widersprechen, und so schüttelte Augustin abermals den Kopf. Schwenkfeld beugte sich in seinem Sessel vor. Was also bringen dann die Sakramente, wenn sie den Menschen nicht bessern? Ruhig und gelassen trug er diese ungeheuerliche These vor, die in den Augen aller Gläubigen, katholischer wie reformierter, eine ungeheuerliche Ketzerei bedeutete. Beeindruckt starrte Augustin den Prediger an. Dessen Worte, obschon die reine Blasphemie, erschienen logisch. »Ihr meint damit, das Abendmahl und die Taufe seien sinnlos?« vergewisserte er sich. »Zumindest lässt es mich zweifeln, ob Gott beim heiligen Abendmahl wirklich anwesend ist oder ob dieses nicht vielmehr...« In dem Moment öffnete sich die Stubentür und Katharina trat ein. Höflich unterbrach Schwenkfeld seinen Satz und erhob sich aus dem Sessel. Katharina indes ließ es an der gebotenen Höflichkeit fehlen. Als sie den Besucher erblickte, entfuhr ihr ein spitzer Laut. Schützend schlug sie die Hände vor das Gesicht und wandte sich um. Blitzschnell durchmaß Schwenkfeld den Raum und erwischte Katharina gerade noch am Ärmel ihres Kleides, bevor sie mit wehenden Röcken durch die Tür verschwinden konnte. »Warum lauft ihr vor mir davon?« fragte er. »Lasst mich, in Gottes Willen, lasst mich los!« forderte Katharina schrill. »Wenn ihr mir versprecht, nicht davon zu laufen«, entgegnete Schwenkfeld ruhig und schloss behutsam die Tür. Mit einem kleinen Lächeln ließ er ihren Ärmel los. »Also, warum lauft ihr vor mir davon?« »Ist das nicht offensichtlich?« stieß Katharina mit unbekannter Heftigkeit hervor, doch sie unternahm keine weiteren Anstalten zu fliehen. »Nein, das ist ganz und gar nicht offensichtlich«, widersprach Schwenkfeld. »Dann müsst ihr mit Blindheit geschlagen sein«, erwiderte Katharina, den Kopf abgewandt, die Hände immer noch schützend vor ihr entstelltes Gesicht haltend. »Anders als mein Gehörsinn funktionieren meine Augen einwandfrei. Wollt ihr mich beleidigen?« entgegnete der Prediger. Katharina blinzelte zwischen ihren Fingern hindurch. »Beleidigen?« fragte sie. »Wenn ihr meint, ich sei ein so oberflächlicher Mensch,
dass ich nicht in der Lage bin, hinter einem versehrten Aussehen die Schönheit einer Seele zu erblicken, so ist das in der Tat beleidigend. Katharina ließ die Hände sinken. Das gesunde Auge vor Erstaunen geweitet, starrte sie den Prediger an. Das wollte ich nicht, stammelte sie, und ihr Gesicht rötete sich vor Verlegenheit. Ihr tragt diese Narben nicht von Geburt an, stellte Schwenkfeld fest. Galant reichte er Katharina seinen Arm und ohne Gegenwehr ließ diese sich von ihm zu der Bank neben dem Kamin geleiten. Was ist geschehen? Fragte er mit sanfter Stimme. Wollt ihr mir davon erzählen? Katharina antwortete nicht. In ihr gesundes Auge trat ein abwesender Blick. Endlich, als Agathe schon dachte, Katharina hätte die Frage des Predigers überhört, begann die Schwester zu sprechen. Es geschah an Fasnet. In diesem Jahr war es sehr kalt zur Hornung. Deshalb hielten wir uns die meiste Zeit über in der Küche auf. Katharina machte eine lange Pause, sichtlich bemüht, die richtigen Worte zu finden. Ihre Stimme klang, als käme sie von weit her, so als wäre sie selbst zurückgekehrt in die dunstige Wärme dieses Raumes an jenem Fastnachtsmorgen, wo dampfige Fettschwaden über dem Topf mit siedendem Schmalz aufstiegen. Die Köchin hatte Fastnetzküchle bereitet, jedenfalls den Teig dafür, fuhr sie fort. Vor Beginn der Fastenzeit wollte man es sich noch einmal gut schmecken lassen und Butter, Eier und Schmalz mussten ohnehin bis dahin aufgebraucht werden. Die Teigküchle lagen schon ausgerollt und zu vier Ecken geschnitten auf dem Tisch bereit. Ein Tuch war darüber gebreitet. Ein Tuch mit blauem Karomuster. Katharinas Auge loderte, als spiegele sich darin das Feuer des Herdes. Gegenüber auf dem Herd stand der große Topf. Das Schmalz darin hatte gerade angefangen zu kochen. Die Küchenmagd trat zum Tisch, nahm das Tuch von den Küchle und hob einige davon auf eine hölzerne Kelle. Katharina unterbrach sich und zögerte, als würde das Unglück erst wirklich und wahrhaftig geschehen, wenn sie es aussprach. Dann jedoch schien ein Ruck durch ihren Körper zu gehen. Sie öffnete die Lippen und beinahe hastig, so schnell, wie es geschehen sein mochte, stieß sie hervor. Die Magd drehte sich um, die Kelle in der Hand. Sie machte einen Schritt zum Herd hin, um die Küchle in das Schmalz zu geben. Doch ihr Fuß fing sich an etwas. Die Magd strauchelte, ruderte wie wild mit den Armen in der Luft. Sie suchte nach Halt und ihre Hand erwischte den Topf. Ich eilte zum Herd und versuchte, sie aufzufangen. Dann sah ich, worüber sie gestrauchelt war. Agathe auf den Bodendielen direkt vor dem Herd krabbelte sie in ihrem weiten Kinderkittel. Mit dem Fuß stieß ich die Kleine beiseite und das heiße Schmalz. Katharina verstummte und eine Weile füllte Schweigen die Stube, mischte sich mit dem trüben Morgenlicht, das durch das Fenster fiel, zu etwas Unwirklichem. Gebannt hatte Agathe den Worten ihrer Schwester gelauscht. Aus eigener Kraft hatte sie sich an den Unfall nicht erinnern können. Die Bilder schienen aus ihrem Kopf verschwunden zu sein. Doch jetzt hatte Katharinas Schilderung sie wieder wachgerufen. Genau so hatte es sich zugetragen, bis auf eine unwichtige Kleinigkeit. Die kleine Schwester, die Katharina vor dem siedenden Fett gerettet hatte, war nicht Agathe gewesen, sondern Hella. Mit dieser traurigen Geschichte, dieses furchtbaren Unglücks, nun der zweite Bruch im dritten Kapitel und den letzten Teil erzähle ich Ihnen dann ganz bald weiter. Ich freue mich schon darauf und verabschiede mich jetzt. Bis dann. Tschüss.